Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, ich habe heute wieder ein neues Texturenpack ausprobiert. Wie heißt's? Ach, guck mal nach. Optionen. Es ist Pack Dragon Dance Version 09. Ist, ja, muss ich mal gucken, ob man damit leben kann. Aber die Bilder, um ehrlich zu sein, die sind nicht überarbeitet. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Aber so sieht es nicht schlecht aus, würde ich jetzt aufs Erste behaupten. Muss man mal gucken. Vielleicht wird ja das mein neues Texturenpack. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber fürs Erste bleibe ich mal so dabei. Also probiere ich einfach mal, wenn ich nicht klarkomme, ich kann da mittendrin mal umstellen. So, was will ich denn jetzt eigentlich? Ins Bett gehen wäre vielleicht nicht so verkehrt. So, ins Bett gehen. Hier rüber. Rüber. So, die letzten Tage sind die Aufnahmen jetzt nicht so gekommen oder die Folgen nicht so gekommen, wie man es jetzt gerne hätte oder wie sie eigentlich normal sind. So, genau, einstellen, einfach. So, sind nicht so gekommen, wie ich das eigentlich normal üblich bei mir ist, aber durch die Gamescom und die Woche, 1,5 Wochen Kur, hat sich da ein bisschen was verschoben. Nee, ohne Scheiß, wenn alles nicht fertig ist, dann kann ich da nicht arbeiten. So, dann nehmen wir halt das wieder. Sparks pur BD Craft. Finde ich eigentlich recht gut. Vor allem ist auch schön ressourcensparend. Also auch von der Festplatte und so. Mag ich eigentlich momentan echt gern, dass das wirklich so sparend ist. Da könntest du 6 Stunden am Stück aufnehmen und dann hast du hier Ruhe. So, was macht man nun? Wir müssen jetzt den Block ein bisschen verschönern, weil der doch ja ziemlich monomelit aussieht. Also ziemlich gewaltig. Da muss noch ein bisschen was an Verschönerung her. Muss ich mir auch noch überlegen, was? Was genau? Was könnte man denn da draus machen? Machen wir mal auf. Was haben wir denn hier schön in den Kisten verstaut? Huch, so viel Fleisch habe ich gar nicht mehr dabei. Gebratenes Schweinefleisch haben wir noch in der Hand. Juhu, 10 Stücken. So, Fichtenholz. Auf die Rechtschreibfehler, wenn ich welche habe, scheiße ich jetzt mal konkret, bevor dass ich jetzt jedes Schild nochmal hier runterruppen muss. Habe ich jetzt gar keine Lust zu. So, jetzt probieren wir da einfach mal was aus. Da bin ich mal so frei und probiere da einfach mal, wie ich es ja gern mache. Eine Axt habe ich nicht mehr. Sieht nicht so aus. Na super. So. Muss ich mir halt dann eine machen, wenn es nicht so pralle aussieht. So. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich das so mache? Sieht nach was anderem aus, aber jetzt nicht nach dem, was ich gerne hätte. Achso, ich muss hier so. Nein! Verflucht! Wieso war das so klar, dass ich das jetzt so verkacke? So, habe ich Eisen eigentlich schon verräumt? Das ist jetzt die nächste Frage. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich Eisen verräumt habe oder nicht. Eieiei, ich kenne mich nicht mehr aus. Ist ja schon wieder 2 Wochen her, wo ich das letzte Mal hier gespielt habe. Glas, Lehmziegel, nee, aber Eisen glaube ich, dass ich das gut noch nicht verräumt habe. Sehnenstein, Netherziegel, Nethertreppen, Obsidian, nee, sieht schlecht aus. Da muss ich wohl nochmal die andere Kiste plündern gehen. Muss ich wieder wegmachen, weil das sieht ja echt nicht aus. Da muss ich mir was überlegen, dass das echt gut aussieht von außen. Weil sieht ja doch ziemlich eintönig aus und naja, sollte dann auch nicht wirklich dann so sein. Da muss natürlich mehr her. Da seid ihr mehr von mir gewohnt. Achso, ich brauche noch Stöcke. Scheiße. Ich habe Stöcke schon wieder vergessen. Den Gang könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen breiter machen, aber erreicht, um ehrlich zu sein. Wieso denn? Ich bin ja nicht fett, also da können wir uns schon durchdrücken. So, aber ich mag das Lager, weil es einfach so groß ist.
So kann man wirklich alles verräumen. Natürlich muss ich erstmal die Ordnung im Kopf, in den Kopf kriegen. Stöcker. Da sind Stöcker. Stöcker. Rein da. So. So ist halt jedes Item wirklich so verräumt, wie ich es gern hätte. Also wirklich so. Man muss nicht ewig suchen, wenn man sich doch mal auskennt und man ist nicht irgendwie gewillt, wenn man doch wieder einen neuen Rohstoff hat, wieder irgendwie alles in eine Kiste zu drücken. Aber das Grundsystem, ja, passt ja halbwegs. So, Treppen, nee. Nein, danke, sagen wir mal dazu. So, was könnten wir dann machen? Was könnten wir dann machen? Ich hätte noch eine Idee. Ich hätte noch eine Idee. Aber ob die aussieht, weiß ich jetzt auch nicht. So, habe ich eigentlich... ich hatte doch eigentlich... noch Eimer. Aber die dürften alle normalerweise im Nether sein. Nein, alle Eimer im Nether. Darf denn sowas möglich sein? Als allererstes brauche ich mal Erde. So sieht's aus. Da noch ein bisschen was anklotzen, damit es auch anständig aussieht. Mann, ich kenne mich echt nicht hier aus. Aber auf keinen Fall. Mann, oh Meter. Das ist doch ein bisschen zu groß vielleicht. Nee, das sind alles noch Holztypen. Ach, Erde habe ich ja hier Rüben verräumt, oder? Erde, hier ist sie. So, mache ich mir erstmal das Inventar wieder mit Erde voll. Damit wir hier anständig arbeiten können. So. Schaufeln kommen auch noch. Nee. Bleib ich hier schon wieder hängen. Was soll denn das? So. Wir wollen ja hier noch ein bisschen was gestalten. Und da habe ich Ideen. Da muss ich auf ein paar mehr kommen, ist klar, weil ist ja doch ein großes Gebäude. Verfluchte Axt. Läuft ja schon wieder effizient hier im Let's Play. So, ich fand super, dass die eine Folge ankam, wo ich alles schneller laufen ließ. Ich hab echt Bammel gehabt, weil ich nicht wusste, mögt ihr das, mögt ihr es nicht. Ja, vor allem, was tust du mit einer Aufnahme, wo einfach die Soundspur weg ist? Das ist natürlich immer mies. Und ich find's toll, dass Anklang gefunden hat. Und nicht, was soll denn das? Kam und ja, ich werde es glaube ich ein bisschen öfters hernehmen, wenn ich jetzt wieder offscreen irgendwas machen will. Was weiß ich, ich habe ja schon Ideen, dass man vielleicht eine Mauer bauen könnte, die sich selber regeneriert. Aber dafür bräuchte ich Redstone ohne Ende. Da natürlich müsste im Vorlauf wieder ja, Strip gemined werden. Und das wird natürlich auch so gezeigt und dann könnte ich die Mauer dann so bauen. Alles, wenn ich Lust und Laune habe, nehme ich einfach nur so auf, quatsch dann dazu, weil einfach die Folge doch gut ankam. Fand ich gut. Und das kriegen wir schon irgendwo hin, oder? Dann kriegen wir da auch ein bisschen mehr zusammen, als nur immer das bisschen, was ich hier im, ja, im normalen Let's Play hier zusammenklöppel. Dann können wir hier natürlich auf Rohstoffe kommen und natürlich auch auf Gebäude und ja, einfach Großprojekte, die man so eigentlich kaum realisieren will oder kann. Also das nächste. Man muss ja auch können. Und ja, ich hoffe, das findet alles immer Anklang. Ich muss mir dann auch immer Themen bereitlegen, die ich dann wirklich bequatschen kann, so wie ich es halt zu der Folge hatte. Also zu der letzten Folge so hatte. Deswegen muss ich da echt umgucken und so. Aber das dürfen wir hinbekommen. Ihr liefert mir ja immer genug Themen. Das finde ich auch geil. Ihr redet ja immer mehr mit mir. Finde ich gut. Weil ab und zu kam ich mir doch so vor, so ich stelle Fragen und dann, keine Ahnung, will keiner mit mir reden. Da kommt man sich so ausgestoßen vor irgendwie. Aber es ändert sich ja jetzt. Das finde ich toll. Ding, ich bin echt dankbar um jeden von euch. Weil ihr echt eine geile Community seid. Ihr steht hinter mir. Ihr feiert das, was ich mache. Und ja, ohne euch wäre ich nicht das, was ich jetzt bin. Habe ich ja in der letzten Folge eigentlich schon
mehr oder weniger gesagt. Ich muss mir auch noch überlegen, was ich jetzt zur 500 mache. Und ja, das bekommen wir schon irgendwie hin. Oder bekomme ich schon irgendwie hin, weil wir ist ja da ein komischer Ausdruck. Und vor allem, ich werde auch eine kleine Umstrukturierung machen. Ich habe irgendwie momentan auch irgendwie null Bock auf Don't Starve. Deswegen wird das jetzt ein bisschen, ja, flacher fallen. Vielleicht mache ich ein drittes Projekt. Ich bin mir noch nicht sicher, aber fürs Erste mache ich nur zwei Projekte am Tag. Weil irgendwann, muss man sagen, zehrt es an den Nerven. Oder nicht an den Nerven, an den körperlichen Fähigkeiten und Ressourcen und Standhaftigkeit, so an der Standhaftigkeit des Körpers, wenn man wirklich drei am Tag irgendwie rausbringen muss. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal wieder auf einen 2-Tage-Turnus zurück. zwei Videos am Tag-Turnus zurück. Mach GTA noch fertig und dann gucke ich weiter, ob ich Don't Starve weitermache oder nicht. Weiß ich noch nicht. Aber ich werde es im Hinterkopf behalten, das auf jeden Fall. Wenn mir doch mal wieder langweilig ist und ich nicht weiß, was ich zocken soll. Wo ist der Eimer? Da sind die. So. Dann werde ich hergehen und wirklich mal wieder Don't Starve zocken. Aber nur, wenn ich Bock habe. Mann, ich will auch Lust haben auf ein Projekt. Don't Starve ist zwar ein gutes Spiel, aber es frustet so sehr. Ich habe zwar einen Haufen Tipps gekriegt, aber der Frustfaktor ist immer noch groß. Deswegen werde ich da jetzt erstmal Stille walten lassen. Und ja, das wird dann die Zeit sehen. Ach, verflucht, es wird schon wieder dunkel. Was ich dann stattdessen mache, irgendwann mal oder Ding. Vor allem, wenn Top-Titel kommen, die will man doch irgendwo am ersten Tag spielen. Und wenn man dann wirklich drei Projekte schon am Tag laufen hat, dann kann man nicht hergehen und dann noch ein viertes starten, weil irgendwann ist auch mal Schicht im Schacht. Da geht dann nicht mehr viel. Deswegen gehe ich erstmal auf ein zwei Videos am Tag Turnus auch zurück und boah, es sind ein paar Begründungen mehr, die doch irgendwo verständlich sein sollten. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu. Hä? Ich habe doch da habe ich doch zugemacht, oder? Hä? Da war doch zu. Bin ich jetzt so mal der Meinung. Da war doch zu. Wieso ist da offen? Fällt es so nicht. Verarscht ihr mich? Da war doch zu. Jetzt glaube ich's aber. Minecraft verarscht mich mal wieder. Oder habe ich da wirklich nicht zugemacht? Ich werd nicht mehr. Minecraft verarscht mich. Ohne Scheiß, ich dreh am Rad. Eieiei. Nether Ziegel waren hier. Glaube ich jetzt mal. Nee, fast. Eins vorher. So, Nether Stein. Nee, Nether Ziegel. Da haben wir ja noch ein paar. Eigentlich brauche ich nur vier. So. Glaube ich jetzt mal. So, probieren wir. Mach mal zu. Ach, Menno, wieso habe ich da offen? Habe ich da wirklich, war ich da so verpeilt und habe nicht da zugebaut? Das ist ja, das kannst du ja nicht mehr. Alter, hält's ja im Schädel nicht aus. So, wo sind die Nieterziegel? Hier sind sie. Oder sind mir die ausgegangen gewesen? Habe ich ja auch intelligent jetzt gemacht. Jung. Machen wir es halt mit der Axt. Wenn wir jetzt keine Spitzhacke zur Hand haben. Ach, Menno, dauert das lang. Da wäre es ja schneller gewesen, wenn ich eine Spitzhacke gemacht hätte. Komm, geh kaputt, geh kaputt. Gut, ich wurde auch gefragt, ob das System hat, wieso, dass ich immer irgendwie an Sachen vorbeilaufe. Eigentlich hat das kein System, aber passiert eben. Da bin ich ab und zu ein bisschen planlos, deswegen, seht es mir nach. Ich plädiere drauf. Wäre nett, so. Dann probieren wir jetzt mal das Style-Element, ob das jetzt was wird oder nicht. Jetzt habe ich ja genug Erde hier ran gemacht. So, ein Loch hier rein, da muss ich aber auch noch hochkommen.
Wo sind denn meine Eimer? Ich hätte gerne mal einen Eimer.